gut, aber günstig. Honor, die junge Marke von Hersteller Huawei, möchte mit ihrem neuen Smartphone, dem Honor 10, das Preis-Leistungs-Flaggschiff des Jahres 2018 auf den Markt bringen. Und die Zeichen stehen gar nicht mal so schlecht. Mit gerade einmal knapp 400 Euro ist das Honor 10 preislich gesehen wirklich mehr ein Mittelklasse-Smartphone als ein Oberklasse-Flaggschiff-Handy. Dennoch kann es auch qualitativ überzeugen? Das, liebe Handy-Insider, erfahrt ihr in diesem Testvideo. Für mehr solcher Testvideos abonniert doch einfach unseren Kanal Inside Handy und wenn euch dieses Testvideo gefallen hat, lasst uns doch einfach einen Daumen hoch da. Viel Glas und ein wenig Metall. Das Honor 10 weist alle Merkmale auf, die ein Smartphone-Flaggschiff im Jahr 2018 so bieten sollte. Die Materialien wurden gekonnt verbaut. Das Gehäuse des Honor 10 wirkt sehr hochwertig und lässt wenig Raum für Kritik. Auch die Haptik kann überzeugen. Die Rückseite schmiegt sich dank leicht abgerundeten Kanten schön in die Hand. Beim Design muss sich Honor jedoch den Vorwurf gefallen lassen, kopiert zu haben. So ist die Front beinahe identisch zur aktuellen P20-Generation von Huawei. Auf der Rückseite hat man den Look des Honor View 10 wiederverwendet. Es bleibt also alles in der Familie. Ein weiterer Überschneidungspunkt zu Huaweis aktueller Handygeneration ist der Fingerabdrucksensor. Der befindet sich beim Honor 10 auch unterhalb des Bildschirms. Dort sieht er ebenfalls arg gequetscht aus. Im Gegensatz zum Huawei P20 Pro sitzt der Sensor jedoch nicht auf dem Glas, sondern darunter. In unserem Test klappte das Entsperren des Telefons so selbst mit nassen oder dreckigen Fingern. Apropos nass, über eine IP-Zertifizierung verfügt das Honor 10 nicht. Dafür jedoch über ausgefallene Farben. Neben unserem schwarzen Modell gibt es das Smartphone noch in den Variationen Phantom Grün, Phantom Blau sowie klassischem Silber. Das Motto gut aber günstig gilt vor allem für den Bildschirm des Honor 10. Hier schafft die Huawei-Marke den optimalen Spagat zwischen Preis und Leistung. So kommt ein 5,84 Zoll Notch-Display im 19:9 Format zum Einsatz. Die Auflösung beträgt 1080x2280 Pixel. Das entspricht Full HD+. Das Honor 10 liegt somit auf einer Stufe mit dem Huawei P20 Pro, das ebenfalls mit Full HD-Auflösung ausgestattet ist. Jedoch kommt beim Preis-Leistungs-Flaggschiff nur LCD-Technologie zum Einsatz und kein teures OLED wie bei Huaweis Vorzeigesmartphone. Die schwarzen Displaybalken beim Verbergen des Notches links und rechts sind beim Honor 10 zum Beispiel noch etwas heller. Der Einschnitt ist nach wie vor erkennbar. Beim Huawei P20 Pro sah das etwas besser aus. Insgesamt ist das aber wenig Kritik auf hohem Niveau. Der Bildschirm des Honor 10 ist gut, ohne dabei herausragend zu sein. Der Inbegriff von solide sozusagen. Für ein Preis-Leistungs-Flaggschiff aber genau die richtige Beschreibung. Was kann man von einem Flaggschiff erwarten, das in der niedrigsten Ausstattung keine 400 Euro kostet? Die Antwort: einiges. Im Honor 10 steckt nämlich Flaggschiff-Ware. Sie ist nicht ganz so ausgereift wie im Premium-Segment à la Huawei P20 Pro oder Galaxy S9 Plus. Das Honor 10 ist aber locker auf einer Stufe mit dem P20 oder dem Basismodell Galaxy S9. Zum Einsatz kommt beim Honor 10 ein Kirin 970 Prozessor und 4 GB Arbeitsspeicher. Das ist im Huawei-Kosmos aktuelle Standardware. Im Benchmark-Test von AnTuTu haut das Honor 10 mit einer Wertung von knapp unter 200.000 Punkten niemand aus den Latschen. Im Alltagstest kann die Leistung jedoch überzeugen, Ruckler und Verzögerungen sind die Ausnahme. Alleine mit dem Multitasking tut sich das Honor 10 manchmal etwas schwer. Denn von den 4 GB RAM stehen oftmals nur 2 GB zur Verfügung. Die hauseigene Benutzeroberfläche EMUI von Huawei zeigt sich in dieser Disziplin außerordentlich hungrig. Das setzt sich auch beim Datenspeicher fort. In der von uns getesteten 128 GB Version des Handys beansprucht das Betriebssystem ganze 13 GB. Das ist schon ordentlich, wäre jedoch nur halb so schlimm, wenn sich der Speicher erweitern lassen würde. Wie jedoch bei Huawei aktuell der Trend, ist auch beim Honor 10 der Speicher nicht per MicroSD-Karte erweiterbar. Nutzer müssen also mit dem auskommen, was sie haben. Beim Thema Akku zeigt sich das Honor 10 ebenfalls schwach auf der Brust. Gerade einmal knapp 35% der Nennladung von 3400 mAh bleiben nach einem Testtag übrig. Besonders beim Zocken und anderen display-intensiven Anwendungen geht dem Smartphone schnell die Energie aus. Auch wird das Handy zeitweise sehr heiß. Der massive Verbrauch und die Hitzeentwicklung dürften aber weniger mit der Kapazität des Akkus und mehr mit dem Energiemanagement des Honor 10 zusammenhängen.
Es bleibt somit zu hoffen, dass der Hersteller hier per Patch nachjustiert und die größten Probleme bereinigt. Der Fairness halber muss gesagt werden, dass Honor schon kurz vor der Testphase ein erstes Update mit Akkuverbesserung verteilte. Ein Trostpflaster stellt die Quick-Charging-Funktion des Honor 10 dar. Die ist Huawei-typisch schön flott. Jedoch kommt es auch hier zu einer außergewöhnlich hohen Hitzeentwicklung. Noch ein Wort zum Telefonieren mit dem Honor 10. Das geht ziemlich gut, die Gesprächsqualität und Verbindungen wirken stabil. Leichte Abzüge gibt es aber bei der Unterhaltung mit offenem Mikro und Lautsprechern. Auf der Softwareseite setzt das Honor 10, wie schon erwähnt, auf die eigene Benutzeroberfläche EMUI in der Version 8.1. Sie basiert auf Android 8 Oreo. Wie bei der jungen Marke typisch, kommt erneut viel Bloatware zum Einsatz. Honor setzt voraus, dass Nutzer sich beim ersten Einrichten des Handys für mindestens eine App entscheiden, die dann installiert wird. Honor selbst nennt das Serviceleistung, wir halten das aber für ein vermeidbares Übel. Noch einmal zusammengefasst, die Hardware und Software des Honor 10 hinterlassen einen gemischten Eindruck. So ist die Performance für ein 400-Euro-Smartphone beachtlich. Jedoch gibt es auch einige Leistungsschwächen. Die hängen vor allem mit der niedrigen Akkuleistung und der anspruchsvollen Benutzeroberfläche EMUI zusammen. Beide Kritikpunkte lassen sich potenziell jedoch per Software-Update ausbessern. Es bleibt zu hoffen, dass Honor hier noch tätig wird. Bei Huawei war die Kamera der große Star. Und auch bei Honor stehen Fotos im Mittelpunkt. Im Gegensatz zur Muttermarke setzt das Honor 10 aber nur auf eine normale Dualkamera. Dafür investiert das Handy aber vollkommen in künstliche Intelligenz und nennt sein Hauptmodul direkt einmal AI-Camera. Darauf gehen wir gleich nochmal ein, zuvor jedoch die nackten Zahlen. Die Sensoren, wie immer paaren sich ein Monochrom- und ein RGB-Sensor, halten Bilder in Größen von 24 und 16 Megapixeln fest und verbinden sie zu einem Gesamtbild. Vor den Sensoren sorgen zwei 1:1,8 Blenden für den nötigen Lichteinfall. Die Frontkamera im Displaysteg besitzt einen 24-Megapixel-Sensor und eine 1:2,0 Blende. Ein optischer Bildstabilisator kommt nicht zum Einsatz. Zurück zur künstlichen Intelligenz. Mit ihr soll viel Spielerei möglich sein. So kann sie laut Hersteller selbstständig Bilderinhalte erkennen und verbessern. Auch ein Nachtmodus ist mit an Bord. Insgesamt konnte uns die AI-Kamera aber nicht überzeugen. Ja, in einigen Situationen sorgt der Automatismus für wirklich schöne Bilder. In den meisten Fällen funktioniert das Prinzip dann aber doch nicht so wie gewünscht. Vor allem, weil Fotos teilweise zu stark von der KI überarbeitet werden. Gut also, dass sich der AI-Aspekt der Kamera abschalten lässt. Ähnliche Kritik gilt übrigens auch für die Frontkamera. Ihr Beauty-Filter neigt zur Überzeichnung, ansonsten ist das Ergebnis solide. Videos sind Huawei-typisch nicht die Stärke des Honor 10s. So sind 4K-Aufnahmen möglich, ohne Stativ jedoch sehr wackelig. Außerdem bleibt dem Smartphone die Super-Zeitlupe verwehrt. Die eindeutige Stärke des Honor 10 ist sein Preis. Für gerade einmal 399 bzw. 449 Euro gibt es das Handy mit 64 bzw. 128 GB internem Speicher. Hier ist eigentlich nichts dran zu meckern, für die gebotene Ausstattung ist der Preis mehr als gut. Darüber hinaus zeigt die Erfahrung, dass Honor-Handys schnell im Preis sinken. Schnäppchenjäger können sich also bereithalten. Günstig ist es also schon mal, das Honor 10. Ist es deshalb aber auch gut? Ja, aber es hätte besser sein können, denn gerade in der B-Note muss das Smartphone einige Federn lassen. Aber zuerst einmal zu den positiven Aspekten. Denn im Kern ist das Honor 10 ein wirklich solides Flaggschiff mit einigen Spielereien, wie zum Beispiel dem Fingerabdrucksensor unter Glas. Dazu gesellen sich dann noch sowas wie die tolle Verarbeitung, das solide, aber gute Display sowie die angemessene Performance. Für einen Preis von unter 400 Euro ist es ein wirklich, wirklich gutes Paket. Andererseits gab es jedoch auch ein paar Enttäuschungen, so zum Beispiel die AI-Kamera, das massiv schlechte Energiemanagement und die Hitzeentwicklung sowie die Bloatware. Dabei handelt es sich auch grundlegend um Probleme, die sich auch im Nachhinein noch patchen lassen. Und wenn der Hersteller hier ein wenig nachjustiert, dann könnte das Honor 10 wirklich das Prädikat gut, aber günstig im Flaggschiffbereich erhalten. Wie seht ihr das? Seid ihr unserer Meinung oder nicht? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Apropos Kommentare,
Wir wollten es hier nochmal so on camera sagen, dass unsere Meinung hier natürlich nur eine von vielen ist. Wenn ihr anderer Meinung seid, ist das vollkommen okay. Es gibt hier keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Es wäre also ganz wunderbar, wenn wir da ganz normal drüber reden könnten. Vielen Dank. Mein Name ist David und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.